Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge hier KDK in Thüringen, Version 3.101. Ich wünsche allen mal einen schönen Sonntag. Ja, ich mache hier weiter und verkaufe ein bisschen, ja, Holz kann man sagen, ne? Und zwar Paletten, Holzbalken, die gewickelten, aber erstmal Paletten, dass ich hier weiter arbeiten kann. Mal schauen, wie wir das gut hinkriegen. Und ob das hier der Verkauf klappen würde. Hier an diesem Punkt. Da wäre vielleicht Autorot nicht ganz schlecht, ne? Mal schauen. Ich glaube, das geht nicht. Tja, dann geht's nicht. Jedenfalls nicht, so ich dachte. Das müsste ja zumindest vielleicht ein bisschen anheben. Bin mir nicht ganz sicher. Na, das klappt hier nicht. Sollte hier vorne nicht funktionieren bei den Holzbalken, wäre Quatsch. Wahrscheinlich sind die auch nur dafür gedacht, für die Ränder, ne? Na, hier geht nichts. Hier sind Balken gedacht, sicherlich. Aber die Holzbalken, die würden, glaube ich, gehen. Na gut, dann machen wir halt. Halt, na, nicht zurückstellen, aber halt in die Ecke hin, ne? Irgendwo ist der Mais gewachsen. So sieht man so aus. Untergeschoben. Ist ein bisschen gut, Verkauf kriegen wir es nicht. Dann brauchen wir auch nicht groß hier hin und her bewegen, weil das ist ja auch Quatsch. Das ist ja nicht notwendig. Dann die verarbeiten ja auch nichts. Aber die anderen Balken gehen auf jeden Fall. Ich glaube, die erste auch nicht 100%, aber egal. Oh, die kann man schon verkaufen, das weiß ich. Aber nichts für Überbreite, ne? $471. Das ist ja richtig so deprimierend, so den Preis. Ja.
Da wäre der Holzverkauf direkt effizienter und profitabler, kann man sagen. Und da schon zu merken, dass hier voll ist. Ein Gewicht hier. Ein bisschen wackelig. Ja, schönes Geld. Okay. Ja. Dann schaut man nach dem Fendt. Oder mit dem Fendt noch ein paar Ballen pressen können. Weil der Antakter hatte keinen Erfolg. Da steigen wir ein. Wir sind alle beide eingesackt, sowohl der LKW als auch der. Dann können wir kurz gleich entlassen hier. Oder hier mal starten. Beziehungsweise hier ein bisschen verschieben. Ja, mit Fördermann, das sind keine Ideallösung. Ja, große Nachfrage. Gut. Geht's immer was rein, ne? Ist nur noch vorübergehende Lösung. Besser wüsste ich zurzeit nicht. So, den Fendt hatte ich hier irgendwo hingestellt. Beim Anhänger, das passt. Dann schauen wir, ob die mit der Ballenpresse das entsprechend. Anhänger ist gut. bei der Sämaschine. Ob ich da das entsprechend mit dem Fendt mit Breitreifen hinkriege. Ansonsten müsste ich warten, bis es trockener wird. Dann könnte es vielleicht an der Nässe liegen, dass es nicht funktioniert. Und was ich auch machen könnte, ich könnte noch paar Rinder nachher später zum anderen Stall fahren, und zwar die Mastbullen. Die Kälber wollte ich echt da lassen, weil die müssen dann irgendwann zurück. Die weiblichen Tiere. Aber die Mastbullen, die müssten schon rüber zum anderen Stall. Weil die brauche ich da nicht. Und später muss ich die so zusehen, dass ich die zum Schlachthof bekomme, aber aktuell ist es noch nicht so dramatisch. Im Winter will ich sehen, ob ich Schweine oder Schafe mal anschaffen werde. In erster Linie für Wolle und für, ja, später für zum Schlachten halt im Schlachthof, damit der ausgelastet wird. Da müsst ihr noch Schweine mehr anschaffen, weil das auf Dauer nur mit Rinder wird zu wenig. Das wird auf natürlichen Wege dauert das sehr lange halt, ne? Denn vom kleinen Kalb bis zum erwachsenen Tier, das dauert ungefähr 2 Jahre. Mit normalem Futter halt, ne? Ohne groß zu beschleunigen mit Spezialfutter. Ich meine, Rind braucht an sich nur Gras, im Winter auch Heu, da wird es genügen.
Aber man gibt auch Silage, ne? Silage ist im Prinzip wie Sauerkraut so ähnlich. Aber so ein Rind will aber auch nicht nur Silage haben. Ne? So, oh, jetzt mal schauen, wir den Traktor wegkriegen. Der war ja eingesackt. Sind die Werte hier? Oh, 43%. Ja, hat schon ein bisschen geholfen mit Trockenheit, ne? Ja, mit dem LKW kam ich auch nicht hoch. Aber ich wollte mal probieren, ob ich das hinkriege, mit den hässlichen Gras wegzupressen. Anführungszeichen. Und dann wollte ich mal sehen, nach Möglichkeit. Ja, das schafft er. Weil ich weiß nicht genau, ob das klappen würde mit der jetzt hätte er nicht, das ist ein Dings hier für Unkraut. Mit Striegel das Gras wegzubekommen. Kleoluzern hat nicht geklappt. Ist leider so. Viel haben wir nicht hier liegen, ne? Regen ist nicht viel. Aber komischerweise, es geht der Regen nicht weg. Ist ja im Grunde gut. Aber von einer Seite wäre blöd, ne? Sonst hätten wir es okay. Lass mal den Regen die Arbeit machen. Klappt hier nicht. So wendig, ne? Ja, lass es sein. Aber eindeutig an der Feuchtigkeit angesehen, wollte nicht so recht. Aber ich kann hier erst striegeln, wenn hier alles mehr oder weniger ja, entsorgt ist, ne? Also schauen wir mal, mit LKW klarkommen. Jetzt, nachdem ein bisschen abgetrocknet ist. Ist ja eigentlich ein LKW mit entsprechender Bereifung. Könnte eigentlich mit klarkommen. Ne? Allrad, ne? Mal rückwärts, bergab und ja, das klappt nicht. Könnt ihr den Mod höchstens deaktivieren. Ja, das wird nichts.
Ja. Jetzt nur Allrad. Nicht so wie sein soll, ne? Ja, ich komme nicht raus. Mal ganz kurz den starken Bauer nehmen. So. Gut, das klappt nicht mehr. Okay, dann nehmen wir mal stehen lassen. Warten, bis trocken ist. Beziehungsweise wir werden noch einen Cent nehmen und einen Dolly holen und das versuchen mit einem Dolly. Ha! 16. So, Zuschauer, auch das war's für heute schon. Ja, dann mal tschüss. Ciao, ciao. Aber ich fahre ganz kurz ran und teste mal ganz kurz und da geht nächste Woche weiter. Ich wünsche allen einen schönen Restsonntag. Vielleicht ein Hinweis eigener Sache. Kettel und Kopf kommt noch, wer Lust und Laune hat. Könnte mal gerne mal reinschauen. Müsst nicht, könnt. Ansonsten sagen wir tschüss, ciao, bis morgen halt, ne? Tschüss.